So, hallo alle zusammen. Nächste Fördertraining-Einheit. Mit mir heute wieder dabei der Chris. Freut mich sehr. Freut mich auch, dass ihr so zahlreich dieses Video euch anschaut. Wir legen wieder los mit einem koordinativen Teil. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Ball, Fußballschuhe, wie man es halt braucht, ein Tor mit Hütchen oder Klorollen oder wie auch immer. Und dann haben wir diese Leinenmarker, aber da könnt ihr auch andere Markierungen nehmen. Ihr könnt Handtücher nehmen oder wie auch immer. Eure Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Also, wir legen die Leinenmarker ungefähr in diese Position. Die sollten ja so einen halben Schritt zum Beispiel Abstand haben. Die Distanz zum Tor könnt ihr selber wählen. Die Idee ist, dass wir Richtung Tor laufen, dort wieder abbrechen, oben nochmal eine Finte machen und dann den Ball ins Tor bringen. Der Fokus liegt auf dem koordinativen Teil, also auf den schnellen Schritten, die wir an der Stelle machen. Wir haben den Ball bitte, den legen wir zwischen die Leinenmarker leicht davor, sodass wir einen kleinen Schiebekontakt machen können. Also wir brauchen ein bisschen Distanz zur Wand. Ich hoffe, dass mir das jetzt ausreicht. Ja? Okay. So, wir starten jetzt mit zwei Beinen in der Mitte drin, hüpfen immer nach außen. Wir sind ganz wichtig für uns, ist es, dass wir mit den Zehenspitzen drinnen stehen in der Mitte und dann mal rausspringen, drinnen wieder landen. Davon machen wir 4 Sprünge. Ja? Wir werden das dann komplexer machen. Wir starten jetzt einfach langsam. Also wir haben hüpfen, 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 hüpfen. Landen 4-mal, schieben den Ball an, gehen mit einer Sohlenwende raus und lenken den Ball jetzt mit unserer Innenseite nach oben, klauen ihn in die Sedanwende und gehen mit dem Ball in den Torabschluss rein. Ruhig mit der Sedanwende, deswegen haben wir einen kleinen Winkel reingebaut, den Ball so ziehen, dass wir eben den Ball aufs Tor schießen können. So, dann wiederholen, Ball wieder legen, durchschnaufen und dann gehen wir wieder in die Sprünge rein. Heißt, wir stehen mit beiden Füßen, hüpfen, 1, 2, 3, 4, schieben den Ball, Sohlenwende raus, legen den Ball in Spur, gehen mit der Sedanwende, ziehen den Ball wieder mit der Sedanwende raus und das Tor. Okay? Ja, soweit so klar ist. Ist der Kontakt da auch noch mit drin, der Aua, Spitze? Ja, der, damit wir lernen, nicht mit der Spitze zu schießen. Aber wenn ich das mache, dann knicke ich gleich um mit dem rechten Fuß. Ja. Das ist schwierig. Wie kannst du denn bei Spitze schießen umknicken? Ich zeig's dir nachher. Nein, zeig's mir nicht. Dann bist du wieder invalide, mein Freund. Okay. Also ich muss überlegen, wo ich stehe. Hier stehe ich, glaube ich, am besten. Also ich stand da hinten, da war gut. Nee, es hat mich gestört, persönlich. Okay, Entschuldigung. Ja, hast du halt den Raum eng gemacht. Ja, das geht nicht anders. Nein, hast du einen Gegenspieler simuliert, ne? Ja, immer. Aber eigentlich müsste der Gegenspieler von da kommen. Ich habe keinen Grund. Soll jetzt nicht loskommen. Okay. Auf geht's. Auf 4-mal. 1, 2, 3, 4. Schieben. Ich darf mit links schieben, richtig? Du darfst mit, ja klar, bitte. Hopp, schieben. Sohle raus, lenke den Spur, Sedanwende, genau, und spielen. Versuch ruhig den Ball mit dem zweiten Kontakt, Chris, wie beim Rausdrehen eben mitzunehmen, mit der Innenseite leicht klemmen. Mit der nicht mit der Sohle? Nee, versuche mit der Innenseite mal zu drehen. Ja, probier es einfach mal aus. Ich probiere es. Es ist wie beim Aufdrehen, nur dass du den Ball schon daherholst. Ich verstehe schon. Und dann rausdrehst. Vor allem mit meinem Arm. Das war super. Hampelmänner könnten wir auch gerne machen. Hopp, hopp, sehr schön und spiel. Genau, sehr gut. Und nicht so fest spielen, weil wir haben Nachbarn, immer wieder dran denken. Bist du Vorbild? Okay, Entschuldigung, es tut mir leid, ich werde nicht besser. Okay, hoffe ich. Schieb, genau. Schieben, nicht klopfen. Hopp rein und zieht. Sehr schön. Jetzt ist mir aber der Ball ein bisschen abgehauen. Ja. War ich nicht hinterm Ball. So. Wie viel mache ich davon? Machst du jetzt mal noch 2, 3 Durchgänge, dann bringe ich es ein bisschen schwerer bei und dann schwerere Variante, machen wir Wettbewerb. Okay. Also. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum Rein. Ah, ja. Bist ja kalt, hast dich lange nicht bewegt. Und dann müssen wir halt. Gut, weicher, noch weicher. Sehr schön, Chris. Und 1, 2 rausgedreht. Reicht der Platz, oder? Oder? Ja, muss ja. Aber wir könnten mehr die Wand nicht ein bisschen schieben. Mach mal. Danke. Boah. Jetzt war die Fingerspitze. Also, war ich noch. Also, 2 noch. Hast du. Zwei noch. Ich hab schon einen. Ach so, okay. Ja. Darfst du den sehen, nicht so. Gut. Schieben, weich. Sohle raus, gelenkt. Sedanwende fängt. Gut. Sehr gut. Super. Genau. So.
Wir bauen es jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar machen wir jetzt bei den Sprüngen, machen wir jetzt immer noch einen Einbeinsprung mit dazu. Also wir hüpfen rein zweimal und raus. Das hier bleibt. So. Und jetzt zweimal. Hüpfen wir, genau. Aha. Und jetzt hüpfen wir mit einem Bein rüber, rüber, rüber wieder rein. Immer mit demselben? Mit demselben. Und dann wechseln wir einfach den Fuß. Okay? Also wir hüpfen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hüpfen, 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 hüpfen. Und dann noch zweimal. Und dann lassen wir es fertig, schieben den Ball raus. So also nur zweimal und dann das Hüpfen. Also. Hopp, eins, zwei, hüpfen, 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 hüpfen. Und jetzt machen wir den Schiebekontakt. Ja. Sohlenwende. Ja. Sidanwende bleibt und spielen den Ball vor. Also, okay. Also schieben, Sohle, leicht gelenkt und jetzt Sidanwende. Aber hast du ja auch mit der Sohle? Habe ich? Ja. Habe ich gar nicht. Hast du natürlich. Mit der Innenseite mitgenommen. Ich hatte vorhin noch eine Idee mit dem Seroberto, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel. Nee, lass mal so. Ja. Ich finde es gut. Das gefällt mir. Da machen wir noch einen Wettkampf draus. Du kannst auch auf den linken hüpfen, wenn du magst. Ich würde es eigentlich tatsächlich gerne wechseln. Ja. Ja, also finde ich auch irgendwie. Pro Durchgang, oder? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Weil so haben wir auch beide Füße, ja, gleichmäßig trainiert und dann haben wir nicht so einen rechten Fuß und so einen kleinen linken Fuß. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Okay, also zweimal. Eins. Zwei und jetzt wechseln. Hopp, hopp, hopp und schieben. Weicher Kontakt. Sohle raus, gelenkt, Darmwende und spielt. Sehr schön. Super. Gut. Schieben wieder, Sohle raus, wieder zurechtgelegt, wieder rausdrehen und die Linie passen. So. Gut, gefällt mir, ja, die Übung. Ich zeig dir trotzdem noch eine Variante da. Okay? Ist die da machen wir, bei der Variante machen wir den Wettbewerb. Wie? Das war doch die Wettbewerbsvariante. Das ist improvisiert. Nein, ist nicht die Wettbewerbsvariante. Ja, dann zeig ich mir jetzt. Okay, also die Sprünge bleiben. Also die Koordination ist gleich. Koordination ist gleich. Koordination. Koordination. Und wenn wir jetzt rauskommen, machen wir den Seroberto, machen die Sohle, machen den Fußwechsel gedrückt nach oben und gehen jetzt in die Sidanwende rein und spielen den Ball dann auch. Nochmal. Also Ball legen wir jetzt ein bisschen weiter weg, sodass wir den Ball nach links ziehen. Die Sprünge bleiben gleich. Mhm. Heißt, naja, das eins, habe ich schon verstanden. Zwei, hopp, 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 hopp. Schritt, Schritt. Wir machen Seroberto, Sohle 1, Sohle, Fußwechsel gedrückt nach oben und die Sidanwende spielen den Ball ins Tor. Jetzt habe ich nicht die Zehenspitze getroffen, war gut. Okay. Verstanden? Ja, ich glaube schon, oder? Der Schiebekontakt ist ein bisschen nach außen weg. Genau. Schiebekontakt ist jetzt weg und wir haben hier Seroberto, Sohlenwende, beziehungsweise gedrückte Fußwechsel. Und den Seroberto in meine Richtung. Na ja, klar. Ja? Verstehe ich schon. Das ist mal probieren, du kannst mich ja korrigieren, wenn ich falsch bin. Immer. Ja. Genau, okay, also die Koordinationsübung. Eins, zwei, ein Bein. Wann wechselst du jetzt eigentlich den Fuß beim Springen? Aber gut, passt. Seroberto, mach weiter. Schau im Video. Hopp, hopp, ja, Sohle, Fußwechsel, genau, lass den Ball wandern, wir wollen ihn wandern lassen. Ich will den gedrückten Fußwechsel schon gerade machen, oder? Also der Kontakt war jetzt ist 90 Grad nach oben. Also der ist hier lang. Genau, und jetzt holst du nämlich das Sidanwende und ziehst ihn zurecht, so wie es raus. Und leicht schräg vorne rein, damit du ihn schön ich verstehe. Im Bogen wieder laufen kannst, Standbein setzen kannst und spielen kannst. So. Siehst du, wie ich wechsle? Ja, das ist überragend. Über den Ball. Aber du hast hart überlebt gerade. Und du hast dich halt nicht sauber vorbereitet. Also nochmal. Hopp, hüpfen. Hopp, hopp. Eins, zwei. Das ist nicht überlegen. Und jetzt klau ihn. Hep, hep. Sohle und Fußwechsel gedrückt. Ein bisschen weiter zur Seite. Genau. Hopp, hopp. Und spielen. Hol ihn dir mit dem Seroberto parallel zur Wand. Dann hast du deine Linie. Mit der Sohlenwende. Nach dem Seroberto. Also nicht schräg nach vorne, sondern nicht schräg nach vorne, genau. So, dass dein Körper sich drehen muss. Schön drehen muss. Das ist anspruchsvoll, Marco. Ja, klar. Du machst das aber toll. Mach ihn mal ein bisschen weiter weg. Dann kannst du eine Schritte machen und den Seroberto. Ich habe so kurze Füße. Dahin ziehen. Und jetzt Sohle raus. Dann läuft dahin. Und dann machst du Fußwechsel gedrückt. Mhm. Vielleicht doch ein bisschen schräger, weil dann kommst du mit der Sidanwende nicht zu. Nein, dann kommst du nicht zu Rande mit der Sidanwende. Also gerade. Ich probiere es mal. Ja. Schön in die Kamera rein. Hep, hep. Hep, hep.
So. Oh. Gut, Fußwechsel. Gut. Ich habe meine Ferse nicht so unter Kontrolle. Au! Oh. So, zwei Durchgänge noch. Ja? Okay. Und dann machen wir einen Wettbewerb. Und ich will es dann auch im Wettbewerb machen. Bist du wieder? Ich will deine Zeit toppen. Sehr schön. Und sie da an Wände, rollt und spielt. Klasse. Willst du noch einen Durchgang oder wollen wir schon durchlegen? Loslegen. Ja, ich will schon loslegen. Okay. Mein Sprunggelenk sagt, ich soll. Ja. Du kannst aber auch auf dem anderen Fuß springen. Ja, ich weiß schon. Gut. Eine Minute. One minute. Alle sind bereit, machen sich bereit. Ich mache einen Countdown auf die Plätze. Fertig. Ist das jetzt schon ein Countdown eigentlich? Oder muss ich runterziehen? 5, 4, 3, 2, 1 und hopp, auf geht's, Chris. So steht der Weg. Clown, Clown, Fußwechsel gedrückt und Zidane, hopp. Super. Klasse, 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 klasse. Schöne Möglichkeit. Ball schön gerade ziehen immer. Sehen wir an der Rotation, wie er sich bewegt. Ups, ich glaube, ich mache den linken Fuß. So, Fußwechsel gedrückt. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Weiter. Nicht schlecht drehen. Sehr gut. 2. 30 Sekunden. Aber mit Handicap ist überragend. Hopp. 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 Super. Atmen nicht vergessen. Ja, ja. Maestro, Sie haben noch 12 Sekunden. Ich will keinen Druck aufbauen, aber. Hopp, hopp. Gut. Und. 5 Sekunden noch. Genau, super. Klasse. Sohle. 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 Und Zidane. Klasse. Und Schluss. Super. Habe ich geschafft? Hast du geschafft? 1 Minute 9 hatten wir. War aber super. Ich habe noch 5, oder? Ja. Gut, ich mache ein paar Durchgänge. Ja. Ihr könnt euch erholen. Ich übe es jetzt einfach mal für mich. Und dann machen wir für euch nochmal einen zweiten Wettkampf. Könnt ihr euch selber nochmal hochpushen und euren eigenen Wert versuchen zu überbieten. Sehr gut. Runterbieten, überbieten. So, also ich hüpfe. 1, 2. Hüpfen, 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 hüpfen. Schritt des Serrator. Sohle, Fußwechsel gedrückt nach vorne und Signalwende. Sehr gut, Marco. Oder? Ja, schaut sehr gut aus. Danke. Nicht so weit weg. Ich glaube tatsächlich, dass du da am besten stehst. Ja, ich glaube auch. Ja, ich schieße auch nicht hoch. Ich weiß halt nicht, ob du das so im Griff hast. Das weiß ich auch nicht. Hopp. Hopp. Fußwechsel. Oh, lauf, lauf, lauf. Passt. Sehr gut. Okay. Zwei noch ein. Und dann kommen wir noch mal. Schnaufe ich mich durch. Sehr gut. Eins, zwei, hopp, 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 Schritt, 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 Zero Werte, Sohle, sehr gut, Mann. Fuß, Wechsel, sieht richtig gut aus, und wirklich. Eine kindliche Freude beim Fußballspielen, ist altersunabhängig. So, jetzt stoppe ich mich wieder selber. Genau, richtig. Ich kann auch mitzählen, wenn du möchtest. Du kannst auch zählen. Ich kann zählen. Ja, aber ich stoppe parallel, nicht, dass du mich beschreibst. Nee, dann betrügst. Doch, du zählst. Okay. Weiß nicht. Auf die Plätze. Fertig. Oh. Hätte schief gehen können. Andere! Kennst du noch Speed Gonzales? Natürlich. Schmetz der Nostern. Mexiko. Sehr gut. Marco schaut wirklich sehr gut aus. Okay. 3. Oh. Oh, Scheiße, der Mist.
Scheiß. Zählst du? Ja. Oh, du, wir sind schon fertig. Ich bin voll im Tunnel. Ja. Mach zu Ende, ist okay. Was? Sehr gut. War gut? Wunderbar. Wie viel hatte ich? 6? 5? Ja, 5, wenn man den mitzählt. Ja? Wenn man den mitzählt, ich bin ja nett. Zählen wir den mit. Das ist okay. So, kommt wir machen noch eine Kräftigung? Ja, gut. Gerne. Da haben wir sonst noch nichts gemacht. Ja, okay. Aber die Weihnachtsgans hängt ja immer noch drin. Also, oh. Was machen wir denn? Unterarmstütz. Aha. Ich habe immer mein selbes Programm. Lieblingsübung. Ja, macht ja auch Sinn. Ich kenne ja nur dein Programm nicht. Welches Programm? Deins. Ja, ich bin ja auch dein Coach. Lässt du deine Jungs immer im Dunkeln? 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Liegestütz, Hände auseinander, Schulterbreite, Brusthöhe, ruhig ein bisschen vor. Was machst du mit deinen Armen? Und meine Arme sind wie so reindrücken. Hör auf, lass mich jetzt meine Liegestütze machen, wie ich will. Das ist ja Wahnsinn. 3, 4, 5, 6, 7. Wir machen 7, dachte ich. 10. Trainer, du änderst jedes Mal. Jedes Mal ändert der wie die Ding. Außerdem bin ich gewachsen. Brauchen wir gar nicht. Hey, letztes Mal 7 Glückszahlen. Ich bin doch dein Trainer. Ich mach 7. Warum widersprichst du mir denn? Ich bin ein Wechsel. Frecher Schüler. Schüler? Ja. Dachte, du bist mein Trainer. Bin ich ja. Ja, also. Dann musst du zuhören. Ansonsten darfst du halt nächstes Mal nicht mehr mittrainieren. Das ist ja Ellenbogen zur Zehenspitze. Das sind immer solche Methoden. Wechseln. So, jetzt gehen wir vom rechten Fuß wieder hoch. Wieder ausgleichen. Okay. Und halten. Oh, ich bin auf dem linken Fuß. Ja, du sollst aber auf rechts stehen, Nase. Ja, das ist schwierig. Linker in die Luft. Sehr gut. Und jetzt gehen wir nach hinten weg. Und wenn wir stehen, stehst du? Ja, ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wechseln den Fuß auf links. Austarieren. Und nach hinten weg. Das ist immer der Karate Kid. War das bei Karate Kid, oder? Ja, auf jeden Fall. Und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, passt. Okay. So, wir machen eine kurze Pause. Kurze Trinkpause auch für euch. Geht gleich wieder weiter. Ja? Und dann mit der Chris Technik. Hat der Chris Formen. Technik. Bringt den Technik mit. Oh. Technik. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. So, für unsere nächste Übung, ist eine Technikübung mit, oh ja, wir brauchen noch zwei weitere Hütchen, sehe ich gerade. Brauchen wir wie viele Hütchen vier brauchst du? Hütchen, ich wollte noch ein Tor markieren. Meine Idee mit Tor auf die Wände malen ist gar nicht so verkehrt, gell? Ja, ich würde es nur nicht empfehlen, Kinder. Ich weiß nicht wie. Gut, dass eure Eltern finden, wenn ihr irgendwas an die Wand. Ah, für zu Hause ist überhaupt nicht gut. nein. Entschuldigung. Deswegen lassen wir das lieber. Okay, also wir brauchen wie gesagt 4 Markierungshilfen, egal was ihr dafür nehmt. Das haben wir ja eh schon oft genug besprochen. Und wir bauen daraus ein Viereck. So, mach es nicht zu groß. Brauchst du Hilfe, oder? Nee, ich habe das total im Griff. Ich würde es nur so machen, dass es für dich dann letztendlich passt, Marco. So, okay. Also wir haben hier unser Viereck. Hast du es abgemessen? 5. Ja, und hat auch jeder deine Fußlänge dafür zu Hause, oder? Schuhgröße 43. Okay, alles klar. Okay, wir starten mit unserer Technikform. Und wir machen hier eine Standtrittkombination, immer mit Wänden. Ja, wir fangen jetzt mal an mit dem rechten Fuß. Und wir wollen das Ganze aber auch
mit dem linken Fuß machen, einfach, dass wir einen koordinativen Aspekt drin haben und auch mit beiden Füßen trainieren. Ja? Okay. Ich starte jetzt mal mit dem rechten Fuß, wir machen einen Schiebekontakt auf die obere Seite, ziehen vorliegen rechter Fuß, Sohlenwände, ziehen vorliegen rechter Fuß, Sohlenwände raus. Jetzt kommen wir hier mit einer Griberiewende. Sidan. Das machen wir erst später. Hatte ich schon im Kopf. Mit einer Sidanwende ums Hütchen rum und schließen dann ganz normal ab. Ist zum Reinkommen für die Technik. Zeigst du mir nochmal. Ja, ich zeig's dir nochmal. Werden hier auch noch ein paar Sachen dann nachher anpassen. Das ist jetzt erstmal fürs Reinkommen. Hopp. Einmal schieben, ziehen vorlegen rechts, Sohlenwende. Das Ganze nochmal, ziehen vorlegen rechts, Sohlenwende und dann raus, Sidanrolle und passen. Ja, ganz einfach. Kannst du es mir nochmal zeigen, bitte? Warum? Bitte, ich hab's nicht. Was ist denn los? Schiebekontakt und dann Fußwechsel. Nein, ziehen vorlegen. Du machst alles nur mit dem rechten Fuß. Ja, der linke Fuß ist in diesem Viereck quasi nicht vorhanden. Hopp, ziehen vorlegen, Sohle. Und jetzt hat hopp und ins Ziel passen. Ja, einfach zweimal, das ist zweimal dieselbe Kombination, Marco. Ja, ist ganz einfach für den Start. Nicht verkehrt. Schieben, ziehen, vorlegen, Sohlenwände. Nein. Rechter Fuß. Alles rechts. Ja, alles. Meine Aussage war, hier in dem Viereck ist nur der rechte Fuß vorhanden. Ja, ich brauche ja den linken Fuß zum Laufen. Also ich brauche ihn ja trotzdem. Hopp. So. Ist klar. So. Kein leichter Spieler. Nein, ich glaube, Entschuldigung. Rutze. Ziehen. Vorlegen. Ja. So, ja. Nicht schlecht. Pumpig werden hier. Ich bin nicht pumpig. Ich bin immer sehr, sehr. Du bist Pädagoge vom Beruf. Ja, richtig. Ja. Ich bin sehr geduldig. Außerdem bin ich älter als du. Das sagt gar nichts. Doch. Komm jetzt. Generationenvertrag haben wir. Das ist der Wahnsinn. Hep, hep. Und schieb. Jetzt schaut es aber gut aus, oder? Ja, ist gut jetzt. Aber es hat noch eine Weile gebraucht. Machst noch 3, 4 Wiederholungen, das reicht schon, dann passen wir das Ganze ein bisschen an. Ich zeige dir noch ein paar Zusätze. Tu dir bitte aber nicht weh, wir wollen das Ganze zu Ende machen. Das wäre schön. Das Gute hat mich erschreckt. Okay, also ich merke, es geht auf die Pumpe. Ja, das soll es auch, das ist gut so. Gut. Und Clown. Entschuldigung, mir immer sagen, ich soll nicht so fest schießen. Ja, aber manchmal geht es halt einfach ruhig mit den wilden Pferden, weißt du? Mit den wilden Pferden? Was für wilde Pferde? PS? Ja, komm, jetzt mach noch einen. Hopp, dann zeig ich dir die Pferde. Ja. Jetzt fahr mal die PS-Stärke ein bisschen runter. Die Schuhspanner aus dem Schuh raus. Schuhspanner? Ich habe aber Skischuhe an. Ja. Schuhgröße 43. Das erklärt einiges. Und fang. Hopp, hopp. Ganz weich, hast du gesehen? Das war super. Okay. Ja, das war zum Reinkommen auch ganz gut. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen modifizieren, ein bisschen anpassen. Und zwar das erste, was wir machen keinen Schiebekontakt mehr, sondern wir haben den Ball hier in der Hand und wir machen einen geraden Dropkick-Stopp. Ja, das heißt, wir werfen ihn nach unten und stoppen ihn mit der Sohle, Dropkick gerade. Ja? Was sagst du so? Ich bin ein kritischer Schüler. Ja, warum? Was hast du denn für eine Kritik? Ja, ich bin gespannt. Ja? Verunsicher dich doch mal. Ja, das ist ja okay. Also Dropkick rein, jetzt machen wir ziehen Fußwechselsohle und nochmal ziehen Fußwechselsohle und gehen wieder raus und okay, ja. Sidanwende? Ja, Sidanwende machen wir nochmal. Das ändern wir erst beim nächsten. Ich habe noch eine Variante. Ja? Ja. Das ist ganz schön kreativ, Alter. Ja, das ist krass, gell? Das war nix. Satz mit X. So, also, ich würde sagen, bei der Variante machen wir dann auch einen kleinen Wettkampf draus. Ja? Das heißt, du übst jetzt ein bisschen. Jawohl, okay, ich sehe, wir müssen noch ein bisschen üben. Wunderbar. Also Kinder, also ich stopp, der erste Fehler ist, wir brauchen den Fuß gar nicht nach oben heben, ja, weil der Ball kommt sowieso runter. Ja, also wir brauchen ihn nicht hier oben fangen. Also nicht mit der Spitze. Auch nicht mit der Spitze, sondern wir machen den Fuß wie so ein Gaspedal nach oben und gehen dann einfach nur drüber, dass der Ball flach wird. Ja, wir brauchen auch gar nicht, was viele machen den Fehler, dass sie so aufstampfen. Ja, also das hier machen. So, dann ist der Ball immer noch am Springen und
das hat seinen Zweck quasi verfehlt. Aber die Übung würde ganz gut zu meinem Pferdestärken passen. Das stimmt, das stimmt. Aber wir wollen ja nicht eine Übung nur für dich machen. Das machen wir dann mal anders. Machen wir doch gerade nur für mich. Komm jetzt, haben wir zwar mach jetzt. Diskutier nicht mit mir. So. Das war sehr gut. Und jetzt? Zieh Fußwechsel, Sohlenwände, zieh Fußwechsel, Sohlenwände. Gut. Zieh da eine Rolle. Oh, wir haben jetzt sogar die Sohlenwände am anderen Fuß. Gut. Sehr gut. Der haut immer ab dann. Ja, braucht man Platz. Nein, das nennt sich Gefühl. Ich will ja einen Lauf stoppen. Ballgefühl. Sehr gut, siehst du? Ist doch wunderbar. Hopp, weiß gar nicht, was du hast. Hopp. Sehr gut, Marco. Oha. Vorsicht, Wand. Mach noch zwei, drei. Das schaut noch nicht so. Ich bräuchte dir einen Helm oder so. Das schaut noch nicht so sicher aus. Das Hackenschoner auf. Hopp. Rechts, gell? Ja. Hopp. Ja, wenn ihr links Fuß seid, könnt ihr natürlich das Dropkick stoppen auch mit dem linken Fuß machen. Das ist kein Problem. Ich habe es jetzt nur wieder mit rechts vorgemacht, weil die meisten wahrscheinlich von euch Rechtsfüße sind. Ja, weil wir doch das Training für mich individuell machen. Und ich bin Rechtsfuß. Ja, siehst du mal. Hopp. Und zieh. Und fang. Pass. Eine noch, dann machen wir Wettkampf. Okay? Hast du das alles? Ja, das ist super. Oder hast du was zu. Du schaust nein. So streng heute. Ja, das ist, weil ich so bin. Ich glaube, du hast nicht so gut geschlafen, ne? Hopp. 1, 2. Hopp. 1, 2. Sehr gut. Okay, wunderbar. 1, 2. Und aus dem Stand. Jawohl. Gut. Ich würde sagen, wir machen Wettkampf. Du. Ich. Wir beide vielleicht. Machst du davon? Ich mache eine. Ja, ich mache zuerst. Okay. Dann darfst du ein bisschen üben, erholen. Ja, üben brauche ich nicht mehr. Doch, aber die müssen sich erholen. Ah ja, das stimmt. Passt. Ja, dann fängst du mit dem Wettkampf an. Ich war auf einer Basketballspiele. Hopp, zack, Dropkick. Achso, wann fange ich an? Muss ich wieder stoppen? Unglaublich. Ja, du stoppst bitte. Und eine Minute machen wir, okay? Ab jetzt, hopp. Auch dann habe ich vergessen, aber egal. Hopp. So, ne? Hopp. Das ist super für die Kinder. Alle. Hopp. Ich habe ein bisschen Zeitvorteil. Ja, ich bin noch jünger. Stimmt, du bist ein alter Mann. Nein, ich bin nicht so alt. Ja, das schaut aber so aus. Schaut echt so aus? Nein, schaut gut aus. Okay, weiter, komm. Die Aufnahme nicht, ist, so viel, nicht die so Aufnahme Warnstein ist der kritische Optimierungspunkt, sag ich dir. Ja, hast du von euch übrigens. Sehr gut, Marco. Siehst du? Ja, schaut gut aus. Schon wieder effizient. Oha. Oha. Mach die. Na, die Füße sind ganz schön K.O. Kommt wieder. Ich hab 8 Tore. Ha! 4. Niemals! 4, wirklich. Das ist jetzt das 6. Nein, das ist das 6. Schau mal, das 6. Das 5. Hör auf mich zu beschummeln. Nein, mach ich nicht. Ich bin noch eine Minute. 1-3. Du hast noch eine Minute. Nach einer Minute. Okay, gut. Dann geh mal her. Willst du? Ja, ich übe noch ein, zwei Mal, dass ich das Ganze auch drin habe. Warte. Ihr erholt? Ja. Der Chris übt jetzt einfach ein bisschen und der Chris, wir machen dann einen richtigen Countdown. Da macht ihr euren zweiten Durchgang, der Chris seinen ersten. Und der Chris schaut, dass er meine 8. Top. Andere. Hä? So raus. Alter, weißt du deine Übung selber nicht mehr? War doch individuell für mich, ne? Sieh die da an. Die war für dich und nicht für mich. Sehr schön gemacht. Gut. Wo stehe ich denn? Hier. Ich stand da hinten, war das gut? Hier, da hinten. Halt. Fußwechsel, Sohle, Fußwechsel, Sohle, zieh da. Und passt. Okay, ja. Ich wäre soweit. Mach noch einen. Den können wir noch ein bisschen durchschnaufen. Ja, oh, geben bestimmt noch was. Ist okay. Na, falscher Fuß. Ah, ja, mal üben. Das war ja. Sehr schön. Gut. Super. Gut. Okay. So, 1,5 Minuten Pause waren. Jetzt machen wir noch eine Minute Wettbewerb. Zählt seine Pässe.
Ja. Vorgegeben sind 5. Wenn du 6 schaffst, mache ich 10 Liegestützen. Okay? Musst du nicht. Auf die Plätze, ist ein Anreiz für dich. Fertig. Machen wir sowieso zusammen. Und hopp. Sehr, sehr gut. Kritische Aufnahme, ja? Ein bisschen festzustellen, dann kommt er zurück. Hopp. Sehr gut fürs Sidan. Und stieg. Und nimm wieder auf. Wieder auf. 25 Sekunden hast du geschafft. 2 Durchgänge. Du bist so ein Lügner, bist du. 3. Das ist wirklich. 2 zur 3. Nein! Das andere war üben, mein Freund. Du bist so. Also ich kaufe dir einen Rechenschieber, ey. Da kann man ja nicht gewinnen. Kannst du deinem Sohn mal in die erste Klasse wieder gehen? Mit so einem Trainer kann man nicht gewinnen. Ja, du sollst ja auch nicht gewinnen. So, 4. 15 hast du noch. Ich glaube, du schaffst wieder 6 Durchgänge. Sehr gut. 5. Die 10 Liegestütze haben mich motiviert. Ich merke schon. Du bist echt geschmeidig unterwegs auch. Alter, 1 Minute, perfekt. Ja. Sehr gut. Wie viel hast du geschafft? 6. 6 Stück? Muss ich jetzt 10 Liegestütze machen? Ja, bitte. Aber ich hatte 7, gell? Soll ich wirklich? Nein, musst du nicht. Wegen mir nicht. Wettschulden sind Ehrenschulden. Okay. Ist aber gut, dann kann ich mich kurz erholen. Okay. Spaß gemacht. Toll. So, wie am Anfang ja schon gesagt, wollen wir das Ganze mit beiden Füßen machen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Variante, wo wir zum einen das Dropkick-Stop so ein bisschen anpassen und zum anderen hier mit dem linken Fuß arbeiten. Ja, das heißt, dieselbe Kombi, die wir vorher mit dem rechten Fuß gemacht haben, machen wir dann jetzt mit dem linken Fuß. Ja, so. Schon allein der Startpunkt ist hier oben und wir werfen den Ball jetzt hier nach unten und machen den Dropkick-Stopp hinterm Standbein. Sehr cool. Ja, das heißt, du mit rechts machen? Natürlich. Also ich hätte ihn jetzt auch mit rechts vorgemacht. Das heißt, hochwerfen, Dropkick, rechter Fuß. Im Idealfall, der ist jetzt ein bisschen zu weit abgehauen, sollte der Ball aber schon wieder hier reingehen. Ja, ins Viereck. So, dass wir hier im Prinzip gleich starten können mit unserer Kombination. Das heißt, ziehen, vorlegen, Sohlenwende. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende. Und jetzt machen wir hier eine Ribéry-Wende raus. Ja? Und spielen den Ball dann hier rein. Okay? Ja? Sagst du es mir nochmal? Ja, warum? Du stehst richtig, ja. Also, ja, ich stehe richtig. Also, wir werfen den Ball rein. Wir können ihn ruhig quasi auf die Höhe von dem anderen Ding legen. Dropkick stoppen. Wenn der Ball so liegt, können wir auch noch einen Schiebkontakt machen. Ziehen vor, Sohle. Ziehen, vorlegen, Sohle. Und jetzt das hier Ribéry-Wende. Und aufs Tor das Ganze. Okay, ja, dann haben wir hier auch mal eine Variante und eine andere Wendetechnik. Und also werfen. Sehr gut, das war gut. Was war jetzt? Ziehen, vorlegen. Ziehen, vorlegen, links. Sohlenwende, links. Ziehen, vorlegen, links. Ja, richtig. Sohlenwende, genau. Ziehen, vorlegen, links. Okay. Genau, also wir haben dieselbe. Genau, und jetzt machen wir die. Schau, dass du ein bisschen früher fängst, sonst hast du keinen Platz da hinten. Für die Ribéry-Wende. Ribéry-Wende kann man auch mit Sohle machen. Ja, kannst du. Aber ich finde es, also, nicht gut. Ich habe es jetzt anders vorgemacht. Machen wir es erstmal so, okay? Fühlst du dich mit der anderen wohler? Ja. Ja? Ja, dann mach's wie du möchtest. Das ist ja auch wichtig, wie man sich wohlfühlt. Ja, genau. Marco, schaut gut aus. Die Schritte sind dann anders. Ja. Wenn du es mit der Schussfinte machst oder mit der Sohle. Aber ich finde es fast dynamischer. So. Aber es ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Du kannst ihn halt kürzer vor dem Gegner wegziehen, ne? Mit der Sohle, glaube ich. Ja, aber es kommt immer auf die Spielsituation noch an. Sehr gut, Marco. Das war ein sehr guter Kontakt. Ziehen vor. Sohle, gut. Boah, genau, wir sind hier. Vorlegen links macht mich fertig. Ja, aber das ist auch gut so. Das ist genau das, was du brauchst. Koordinativer Anteil, was der Marco gut macht hier. Was auch ganz wichtig ist in diesen Übungen, wenn wir eine Standtrick-Kombination machen, ist immer, dass wir auf den Fuß fallen, auf dem Vorderfuß unterwegs sind, weil so sind wir wirklich beweglich und können. Oder halt auch nicht. Ja, deswegen lache ich. Und können die Sachen einfach auch schneller machen. Aber schaut insgesamt gut aus, Marco. Ja? Okay, super. Schieben, ziehen,
vor. Sohle. Ziehen. Vor. Sohle. Schau, den muss ich jetzt mit der Sohle machen. Ja, ja. Und wenn er soweit, klar, wenn er so weit weg ist, dann geht es auch nicht anders. Ja. Machst du auch ein, zwei. Mehr brauchst du nicht. Ja, genau, korrigiert. Ja, das ist okay. Ja, ruhig üben. Genau. Hätte ich als Kleiner mal mehr gelernt, hä? Ja, mit links. Aber da hat es uns leider keiner gezeigt. Einer geht noch, dann können wir uns kurz erholen und dann machen wir einen Wettkampf draus. Oh! Gut. Ah, jetzt zieht vorliegen. So, oder? Hopp, hopp. Gut, okay. Dann schnaufen wir ganz kurz durch. Ja? Eine Minute würde ich sagen. Oder wenn du ein bisschen mehr brauchst. Ich trinke nur ganz kurz einen Schluck. Ist okay. Hältst du kurz die Stellung? Ich halte die Stellung. Wie gesagt, wir machen jetzt 1,5 Minuten ungefähr Pause und starten dann wieder mit einem Wettkampf. Eine Minute würde ich sagen, haben wir den Wettkampf. Und das sollte eigentlich passen. So, das hätte ich mir kaputt gemacht. Wie viel schaffst du? 6. Eine Minute. Mhm. Wird knackig. Ja, ich glaube 5. Wichtig ist immer auch, dass wir beim Dropkick stoppen auch, wie gesagt, unseren Ball gleich in unsere neue Bewegungsrichtung bekommen, dass wir möglichst wenig korrigieren müssen. Ich habe was im Auge. Hervorragend. Geht oder? Also. Super. Okay, du stoppst die Zeit. Was hast du gesagt? Machst du diesmal auch einen ordentlichen Countdown, dass die Kinder auch mitkommen? Ein was? Countdown. Countdown? Ende. Auf die Plätze. Du musst den Countdown machen. Ich okay. Bin doch der Teilnehmer. Außerdem musst du die Zeit stoppen. Stopp, nein. Okay, ich mach den Countdown. Oh. Okay, auf sag. Die Plätze. Fertig. Los, auf geht's. Komm. Wow. Links. Sohle. Coachen. Coach. Ich coach doch. Weiter geht's. Muss man mit deinem Sohn mal ein ernstes Wörtchen reden, dass er dich schlafen lassen soll. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Oh. Komm, sauber drücken. Ja, aber das ist echt schwer mit links. Ja, nur am Beinen. keine Ausreden. Wie viel habe ich? 2? Ja, richtig. Puh. Reinwerfen. Fangen. Hopp. Hopp. Oh, verdammt. Schaut irgendwie jetzt gerade nicht so geschmeidig aus. Vorsicht. Die Übung abgebaut schon, oder? Das ist alles so komisch aufgebaut. Dann Pylonen da. Hopp, ziehen vorliegen. Sohle. Ziehen vorliegen. Sohle. Der war gut, oder? Ja, das war der beste. Komm. Sehr gut. Das war gut. Ziehen vor. Gut. Auf das Stab. Was war das denn? Hab ich? Was war das denn? Hab ich? Oh mein Gott! Ah! Okay. Geht Sauerstoff. Fertig. Okay. Sehr gut, Marco. Also, setzen 6, oder? Ja, nee. Du warst schon im Großen und Ganzen war's schon in Ordnung. Oh je. Machen wir noch Kräftigung? Du musst auch noch machen. Ah, muss ich auch noch machen? Okay. Mach ich auch noch. Das passt. Dann mache ich jetzt nochmal ein, zwei Übungsdurchläufe. Übungsdurchläufe? Ja. Kannst du dich ein bisschen hoch? Kruzifix. Und ich mach's immer mit der Innenseite. Ein bisschen langsamer machen, dass du sauberer bist. Okay. Ja. Entschuldigung, Chef. Den Hinweis hätte ich halt einfach mal gebraucht. Aber so bin ich. Ich habe halt ziemlich nachtragend. Weißt du, ich habe halt gemerkt, da ist nicht viel zu machen. Bei mir? Ja. Ich höre nur Laberababa, Alter. So, okay. Laberababa von Barbara. Ich bin soweit. Echt? Ja. Nach 2 Übungen? Ja. Okay, gut. Kinder, zweiter Durchgang. Ihr toppt euch euren eigenen Wert. Chris kriegt 1 Minute Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Akku alle. Fertig und auf. Los. Ziehen vorliegen. Gut. Gut. Sehr schön. Klasse. Sehr schön. Machst du es jetzt auch mit der Sohle? Nein. Nein?
Nein, aber versuch's mal mit der Sohle. Okay, ich versuch's. Aber das ist jetzt fies, mitten im Wettkampf muss ich jetzt anpassen. Aber das kann ich schon. Nein. 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 Ich mach das nie mit der Sohle. Ja, Gewohnheiten sollte man auch nicht aufbrechen, hast du recht. Nee, nicht im Wettkampf. Das machst du im Training. Hopp. Hopp, hopp. Den habe ich noch. Ja, 20 Sekunden. Okay. 19, 18, 17. Das setzt mich gar nicht unter Druck. 16, das Ganze. 15, 14, 13. Nein, der geht noch. 12, 11, oh, der ist schlecht. 10. Sauber bleiben. 9. Ja, wir sehen schon, wenn es dann krass in die Belastung geht, ist es anstrengend. Ne? Ja, aber stopp. Super. Was machen wir denn dann nicht mehr so? Fuß. Ja, geht. Gut, okay. Machen wir noch Kräftigung? Ja. Zum Abschluss? Ja. Ja? Machen wir, auf jeden Fall. Gehört dazu. Machen wir jetzt, oder? Ja. Ja. Gut. Klar. Dann gehen wir nochmal runter. Direkt machen bitte, jetzt nicht trinken, sondern direkt runter. Schön in den Unterarmschlitz. Wir halten wieder. Und atmen. 1, 2. Das ist frei. Frech. 4, 5, 6, 7. 20. Wir pumpen. Schön halten, Schulterbreite, Brusthöhe und 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, leg den Fuß nach vorne. Zieht es bei dir auch so? Ja, Tatsache. Aber das wird dann immer, wenn man dann wechselt, schon wieder besser, gell? Ja, ganz schnell. Definitiv. Ellenbogen noch mal zur Zehenspitze. Oh, und wechseln. Zehenspitze. Super. Auf dem Fuß nach oben. Karate Kid. Was hat er gemacht? Da hat er die Schlange gesehen. Und nach hinten weg. Auf geht's, halten. Konzentrier dich auf mit den Geschichten. 10. Ja, sagst 9, du. 8, mir. 7. Das ist ja Wahnsinn. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir wechseln. Oh, hast du es gesehen? Bist du gehüpft? Ja. Ist aber nicht gesund. Außerdem sollst du es anders machen. So, halten und schön wandern. Und halten. Uiui. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Du hast mir schon einen Ball von. Stimmt. Und stopp. Passt. Das bedauere ich aber sehr. Sehr gut. Chris, wenn du mal Einzeltraining haben willst, dann kannst du mich anrufen. Hier ist meine Visitenkarte. Das ist meine. Okay, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Oder am Online-Training teilnehmen möchtest. Ja. Wir haben neben den Online-Trainings auf YouTube auch Live-Zoom-Online-Trainings, die ihr buchen könnt. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht gefällt euch das ja. Ansonsten gerne wieder einschalten beim nächsten YouTube-Video. Wir haben immer Dienstag Fördertraining, was online kommt, Mittwoch Torwarttraining, Donnerstag Fußball-Kindergarten und Freitag ein Athletikprogramm. Und alles immer 16 Uhr? Genau, immer also 16 Uhr ist Start. Ihr könnt euch die Woche komplett durchtakten. Auch das Torwarttraining ist empfehlenswert, auch wenn ihr kein Torwart seid, aber es macht wirklich Spaß. Ich habe es letztens mit dem Kelly gemacht. Ein bisschen länger, ich ja. Ich bin schon sehr gespannt. Super witzig. Ja, ich bin schon gespannt. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, räumst du auf oder räum ich auf? Beide. Der Coach muss aufräumen.